So, willkommen zurück. Ich bin an der Stelle, wo ich vorher war, habe eine Zeit lang nicht aufgenommen und gucke mich jetzt um und ärgere mich, dass mein Mauskabel irgendwie immer wieder untergeht. Da geht's dahin. Okay, ich muss zum letzten Aufenthaltsort von Margie und dort was finden. Okay. Die ruckelt zu Anfang schon mal, das ist nicht gut, aber okay. Nö. Okay, ich gehe zu dem letzten Aufenthaltsort, gucke mich da um und finde was, was ihr gehört. Dann habe ich noch einiges vor heute zu entdecken, zu gucken. Ich würde gerne in so eine Vault rein, ich würde mich gerne hier umschauen. Ich muss nochmal hier die Gegend erkunden. Zum Riesenrad hier nochmal hoch. Und vor allen Dingen gucken, was ich noch so für Quests habe, die mir angezeigt werden. Ich habe den Port Defiance. Valley nördlich von Dingens. Halt hier. Das, wo ich jetzt hin möchte. Und irgendwie kapiere ich den Weg der Aufseherin nicht. Sei es drum. Ich finde jetzt erstmal bei Margis letzten Aufenthaltsort einen Hinweis. Auch auf die Gefahr hin, dass mich die Supermutanten hier ärgern. Das waren's. Oder die verbrannten Gläubigen, je nachdem, welcher da ist. Da oben. Bis. Na gut. Halt mal kurz Ausschau. Wenn nämlich schon wieder jemanden. Und Hubschrauber. Da oben. Näher dran wäre besser. Aber ich schaue jetzt erstmal hier. Was hat sie denn verloren? Schrottpatrone. Hier rechts ist was? Achso, sie ist da. Taucht. Immer hier in die Bude. Ist bestimmt nur einer drin. Und eine Ameise. Könntest du dich mit der Ameise prügeln, bevor du mich triffst? Ah, bist du. Hi. Ameise. Hast du dich jetzt mit der Ameise? Gut, dass du das überlebt hast. Ach, siehst du, da ist oben ist immer noch jemand. Schrottpatrone. Ich höre schon, dass mein Video wieder Copyright bla bla wird. Da brauche ich Schlüssel. Okay, hier ist copyrightfreie Zone. Mach.
So, und damit deklariere ich das als mein Territorium. Und kann Hinweise suchen. Wunderbar, oder? New Red River Ale. Oder New River Ale. Coca-Cola ist auch mal gut. Ihm geht es nicht mehr so gut, ihm auch nicht. Rüstungswerkbank. Waffenfabrik. Brauche ich alles gar nicht. Plasmakartusche. Der Brand, der fällt auseinander. Okay, tut er nicht. Abgekochtes Wasser ist immer gut. Heilmittel haben, habe ich Heilmittel übersehen. Red away. Ich singe einfach über die Musik rüber, dann fällt das keinem auf, hoffe ich. Ich benutze das Terminal und ich hoffe, dass es offen ist. Ansonsten drehe ich nämlich durch. Posteingang, Admin-Passwort. Magi hat sich in letzter Zeit etwas seltsam benommen, also sag ich dir das hier lieber. Sag ich dir das hier lieber, bevor sie etwas Dummes tut. Erinnerst du dich an das, was Schlüsselteil, das sie drüben beim Palast auf dem Holoband Duplikatsmaschine verstaut war? Ich habe gehört, dass wie Magi die Bibliothek auch getragen hat, das Admin-Passwort zu ändern, damit wir keinen Zugriff mehr darauf haben. Sie hat dich angelogen, Vince. Jedenfalls bin ich in die Bibliothek gefolgt und habe gesehen, wo das neue Passwort aufbewahrt. Ich habe ihn dabei beobachtet, wie er einen Zettel in einem Geheimfach in der Kommode in seinem Zimmer gelegt hat. Aber lass Maggie nicht wissen, dass ich davon weiß. Sonst ändert sie es wieder. Andere Banden. Das war aber nichts. Ich habe versucht, die anderen Bandenanführer davon zu überzeugen, dass wir Backups von allen Schlüsselteilen machen sollten. Das sind schließlich nur Holobänder. Früher oder später wird jemand einen seins kaputt machen oder verlieren und dann war es das für uns alle. Die Maschine drüben beim Palast ist der perfekte Ausweg. Die Leute da sind völlig neutral. Die meisten von denen haben weltlichen Besitz komplett abgeschworen. Aber natürlich vertrauen mir die anderen Banden nicht. Die glauben, wir würden alle Teile zusammenfügen und still und heimlich mit der Beute davon machen. Dieses Misstrauen wird uns noch alle umbringen. Vertraulich. Außer dir habe ich das noch niemandem gesagt, aber ich habe den Bibliothekar vom Palast gebeten, das Admin-Passwort für die Maschinen zu ändern. Jetzt weiß nur er, wie es lautet. Es ist zu ihrem Schutz, falls uns etwas zustoßen sollte. Ich will nicht, dass die anderen Banden sie um ihrer Champs willen auslöschen. Und die neuesten Ereignissen sind wir alle mies drauf und verzweifelt und so langsam. Die Leute vom Palast sind gute Menschen, aber sie brauchen ein Druckmittel, um sich abzusichern. Falls du das Passwort je wieder brauchst, werden sie nur mit dir verhandeln. Ich vertraue dir. Der Palast. Archie hat mich gebeten, dir einen Bericht über den Vorfall am Palast zu schicken. Keiner von uns war vor Ort, als es passierte, aber als wir gestern zum Palast zurückkehrten, waren alle weg. Einfach nur weg, als ob sie alle stehen und liegen gelassen hätten und einfach abgehauen wären. Es sah nicht nach einem Angriff aus, es wurde nichts geplündert. Keiner hat irgendwas mitgenommen. Verdammt unheimlich, Mann. Verschwinden? Ich werde immer wieder gefragt, aber ich habe keine Ahnung, was im Palast passiert ist. Jack sagte, sie seien einfach verschwunden. Erst dachte ich, die Gourmets hätten sie erwischt, denn die haben schon immer nach ihnen gelächzt, seit sie komplett auf Kannibalismus umgestiegen sind. Aber die hatten angeblich Probleme in letzter Zeit mit ihren eigenen... Die hatten angeblich mit ihrer... Nein, in letzter Zeit mit ihrer eigenen Probleme. Ich glaube also nicht, dass sie es waren. Und überhaupt, hast du gesehen, was die mit Bolton Greens angestellt haben? Wären die Gourmets im Palast gewesen, hätten sie eine größere Schweinerei hinterlassen. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie lange ich das alles noch aushalte. Gut, dann weg. Hey, was ist denn im Palast los? Hab gehört, die Spinner sind einfach spurlos verschwunden oder so. Meinst du, sie haben endlich tatsächlich alles Irdische hinter sich gelassen und irgend so etwas Bescheuertes? Ist das überhaupt möglich? Wie können Leute einfach verschwinden? Mann, oh Mann, was für eine schräge Sache. Margie. Hey Margie, ist viel länger weg als gewöhnlich. Ein paar Wochen schon. Ich weiß, sie will nicht, dass wir uns Sorgen machen, aber wir haben vor einiger Zeit die Blackwater-Banditen aus den Augen verloren. Dann die Fallensteller. Und dann war da die Sache mit dem Palast des verschwundenen Pfades. Nun, ich fürchte langsam, dass wir als nächstes dran sind. Einige von uns haben darüber geredet, hier wegzuziehen und Appalachia zu verlassen. Wir könnten Richtung Küste gehen oder nach Norden. Sag Bescheid, wenn du mitkommen willst. Was war das? Gesendet. Ist kaputt. Und wichtige Notizen sind auch kaputt. Okay, hier habe ich also keine Informationen von Marge gefunden.
Andererseits hat mir das Icon auch nicht gesagt, dass hier was wäre. Das haben wir Fische, ja. Merken, wenn Geräusche kommen, in Deckung gehen. Und ein Rattebay für dich. Das klingt doch eher so, als wäre hier noch eine. Ameisewalde. Ja, was haben wir hier? Stimpak. Toilettenpapier. Dessoir. Dingel. Musik. Oben sind irgendwelche Räume, wo ich nicht so direkt rein kann und von hier aus auch nichts sehe. Außer halt. Nichts. Ein Laster, der könnte explodieren. Ein Motorrad. Hier bin ich wieder hier oben. Ich leide an Blutwürmern, aber ich habe ja noch ein Heilmittel gefunden. Ich habe mich von Blutwürmern erholt. Und die Karte sagt, dass hier irgendwo was drin sein muss. Oder auch eher draußen ist. Die Ratte jetzt hier rein oder nicht? Da drüben. Das hindert mich ja nicht daran, hier noch ein bisschen rumzugucken. Oder Türen zuzumachen. Okay, hier geht's nicht so gut und er tut so, als wäre er. Okay, die Waffe ist wach. Ja. Nicht so durchschlagskräftig gegen die. Ich hätte auch hier drin bleiben können. Und habe hier natürlich was gefunden. Kann ich damit da oben rein oder ist es zugekettet? Offen. So, dann kann ich gleich hier explodieren und das Radio ausmachen. Und ja, die Kakerlake leuchtet. Und ist krank. Und ich brauche wieder ein Stimpak. Schön. Immer noch unter Hilfsmittel, danke. Und ich brauche was zu trinken. Und dann noch ein New River Red Ale. Nimm's dem Pay, was ich mir gönnen wollte. Gut, hier was das explodiert, was ich völlig überplant habe. Versehen. Bin ich gerade. Impact wirkt nicht mehr. Raketenwerfer. Nee. Dann schon eher den Pfeil hier. Ist das ein Pfeil? Das ist wirklich ein Pfeil. 40er Patrone. Impro-Pistole.
bevor die hier verschimmelt. Ein Überseekoffer mit Müll drin. Auch noch ein Koffer, den ich entsperren müsste. Salesboy kann ich mitnehmen, brauche ich zwar nicht, aber. Jetzt sind beide Türen offen hier. Und der gibt mir noch kurz seine Patronen. Ich guck mal kurz was nach. Waffen. Geht noch, geht noch, geht noch, geht noch. Kann ich aber nicht benutzen. Dann kommt sie weg. Hey, geht noch, geht noch, geht noch. Ich weiß nicht, warum ich die dabei habe. Machete geht noch. Impro Revolvergewehr ist kaputt. Jagdgewehr ist gut, das ist gut. Der ist auch fast kaputt. Pumpgun, Pumpgun. Ein 40er Revolver und das Scharfschützen. So, ich wollte jetzt aber eigentlich Quest weitermachen. Bevor ich abgelenkt wurde. Von Dingen. Die auf mich geschossen haben oder mich anknabbern wollten. Ordner. Hier? Ach, da oben steckt sie drin. Das war wohl meine Selbstschussanlage. Berghonig, Vase. Verbrannter. Hier ist irgendwas. Aber ich kann mir das Band mal anhören. Hier spricht Margie McClintock von den Knallharten. Ha, was für ein Witz. Er hat uns vorgemacht, dass unsere Opfer einen derartigen Namen fürchten würden. Aber mittlerweile sind alle da draußen so verzweifelt wie wir. Wenn jede Konfrontation zwischen Leben und Tod entscheiden kann, gehen die Leute Risiken ein. Sie wehren sich. Also müssen wir unschuldige Leute töten. Aber ohne mich. Mir egal, was aus dieser Welt geworden ist. Zieht mich nicht in den Abgrund. Die ganze Idee hinter den Bildern ist krank. Unmöglich. Ich zerstöre dieses blöde Schlüsselteil. Diese Mistkerle verdienen ihre Schätze nicht. Solange sie nicht wieder vernünftig werden und mit diesen ganzen mörderischen Machtspielchen aufhören. Falls das jemals geschieht, weiß Vincent, was zu tun ist. Vielleicht wird er mehr Erfolg haben als ich. Was mich angeht, ich verschwinde. Ich suche mir ein paar Camps und trete ab. Friedlich, ohne Schmerzen. Das war's. Bis bald, Harland, mein Liebster. Ist schon viel zu lange her. Ja, ein Untergang nach dem nächsten hier. Vincents Terminal nachsehen. Kenne ich doch schon. Also der Terminal hatte nur Gastinformationen mit Check-in, Check-out, was ja hier nicht mehr notwendig ist, weil ich ja eh alles hier komme. Also runter zu Vinces Terminal. Kleider an Hirndrünen. Was auch immer das ist. Hatte ich alles schon vorgelesen. Ein Admin-Passwort.
Hier auf dem Terminal nach abgeschlossen. Halte das Admin-Passwort. Irre. Zum Palast. Wo ist denn der? Eben. Das ist der Palast. Gut. Leg eh noch auf meinen Plan, den ich mal hatte, dorthin zu gehen. Auch wenn es jetzt eigentlich nicht mehr aktiv gewesen war, aber okay. Ach komm. Kann ich hier was einschalten? Wartungsmemo. Sanitarpisten, alle Mitarbeiter der Sanitarpisten. Aufgrund einer Verwechslung wurden die Schneekanonen nicht in die Wasser-, sondern in die Abwassereinleitung angeschlossen. Shit happens, ne? Gäste sollten die Skipisten unter allen Umständen meiden, bis der Schnee wieder weiß ist. Das ist die Richtung. Wird auch Golf gespielt. Das war schon so. Die verlassene Skiresort. Sie können sterben, das ist ihre Entscheidung. Hier hat jemand gekämpft. Leider immer noch ein Hirndröhnen. Ich gehe mal hier oben längs, weil da ist eine Hütte. Die brennt. Mit Felsenbrechern, okay. Ja, leckt mich doch am. Ich will doch nicht mit euch zu tun haben, ich will doch einfach nur zu dem Ding da vorne. Und jetzt kommt noch ein anderes Viech hinter mich her. Welche, die schießen. Hier sind Leuchtkarten. Egal. Ich will auch nur zu der Hütte da. Namens Palast. Da ist der Palast. Die kam vor lauter Schmerzen nicht mehr nach unten. Okay, der Palast ist da drüben, ja? Das ist noch eine ganze Strecke, ja? Okay, teilweise ist er an mir vorbeigeflogen. Das Gute an diesem Beton hier ist, dass sich der Kollege hier nicht so gut rausgraben kann. Nehme ich an. Wer weiß. Okay, ich brauche wieder Schrotflintenmunition. Und ich will da drüben hin. Dem Palast.
Damit Rose mich mag, der Roboter. Der so ein bisschen durchgeknallt ist. Und sich benimmt wie ein Mensch. Der Palast. Der inzwischen wohl auch menschenleer ist. Wie alles andere auch. Okay, runter hier. Und hoffentlich viel Munition finden. Und relativ wenig verbraten. Okay, das sieht echt cool aus mit den Dingsen. Lass das verschlungenen Pfades. Ach so, deswegen. Du. Ah, hier ist eine Bastelwerkbank. Irgendwas gibt hier Signale über die Lautsprecher. Hört sich zumindest an. Glückwunsch, dass man da durchrennen kann durch die. Ich bin mutiert und verfüge über Empathie. Das sollte ich mal heilen bei Gelegenheit. Hoch da! Oh, Plüsch-Grizzly. Eine Notiz. Mama hat gesagt, ich darf nicht im Tempel spielen, wenn da Rauch ist. Sie sagt, ich darf nicht mit den gruseligen Leuten spielen, weil sie uns vor anderen gruseligen Leuten beschützen. Also habe ich meine mit Tine Bärenfreunde mitgenommen. Und wir spielen jetzt hier mit den Spielsachen. Keine Ahnung, wo die Geräusche herkommen. Das schöne Appalachia. Gut, dann geht's jetzt Richtung Hauptgebäude. Hauptgebäude. Irgendwie finde ich das mit dem Sound hier recht merkwürdig. Egal. Geleitete Meditation. Ja, nee, danke. Nix Event. Ofenhandschuh. Untersetzer. Unterzeichner gelesen gehabt. Salisbury Steak ist sehr zu empfehlen. Wo wir gerade von empfehlen sprechen, ich sollte mal was essen, glaube ich. Denn so viel habe ich nicht mehr übrig. An Energie hier unten. Salisbury Steak nehme ich gleich zu mir. Und süßer Maulbeerentee. Oder ist eher Wasser, ne? Nuka-Cola würde mir auch ganz schön helfen. Schon wieder. Und die Bombe geht nieder. Hier unten.
Also brauche ich mir gar keine Sorgen machen.